Weiter geht es mit Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind unterwegs mit Red 13, Aeris Tifa und Barrett und natürlich Cloud, von dem wir die Kontrolle in diesem Spiel haben, hauptsächlich. Und ja, wir folgen einer ekligen Spur auf dem Boden. Die Reinigungskräfte haben es diesmal nicht ganz so ernst genommen. Aber schauen wir doch mal. Der verdammte Direktor hin. Und Sephiroth. Wartet. Ich höre was. Hilfe! Ist da jemand? Aha. Irgendwo ruft doch gerade jemand. Aber ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Eigentlich müsste hier jetzt ein Direktor sein. Aber kein Direktor unterwegs. Na gut. Scheinbar da... Da hängt da einer wahrscheinlich. Was haben wir denn da? Ach toll, guckt mal. Hier hätten wir uns nochmal heilen können. Ganz toll. Gucken wir nochmal, was wir hier für Gegenstände kaufen können. Sicher ist sicher. Megatränke, das ist gar nicht so verkehrt. Äther kann man immer gebrauchen. Phönixfedern, naja, gelegentlich. Hier los? Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Hey! Oh, der Bürgermeister. Hey! Was macht der denn hier? Ja, steht da einfach nur rum und guckt zu. Helft mir! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halte das nicht mehr aus! Ach. Ich gebe euch, was ihr wollt. Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe! Helft mir. Ich erfülle euch alle Wünsche. Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett, tu es nicht! Du lässt es in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drecks... Ihr seid ja so naiv. Wahrheit, Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer vagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit?
Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Wo sind wir hier? Oh, sweet. Genova, schön dich wiederzusehen. Lasst euch nicht täuschen. Aber, wow, Moment mal. Dieser Ort. Ich kenne diesen Ort und dieser Ort ist definitiv. Fehl am Platz. So, wir werden erstmal eine Analyse auf Genova Puls setzen. Wie immer. Okay. Ein streng geheimes experimentelles Versuchsobjekt von Shinra. Es ist nur wenig darüber bekannt, aber Gerüchten zufolge soll es Halluzinationen auslösen können. Ah, wir kommen der Sache näher. Sobald seine TP unter einem bestimmten Wert sinkt, lässt sich seine Schockleisten nicht länger füllen. Aha, okay. Leichte Resistenz gegen Magie. Na dann. Dann wollen wir doch auch gar nicht auf Magie setzen, sondern wollen wir auf Fertigkeiten setzen. Würde ich sagen. Mutangriff auf den linken Tentakel. Tifa kann ebenfalls einmal auf Hochtour gehen. Und Eris hat ebenfalls mittlerweile einen. Kann ebenfalls. Entzieht dem Gegner MP. Oh, das ist ja sweet. Dann würde ich mal sagen. Geben wir mal einfach Cloud Regina. Sehr schön. Fertigkeit. Mutangriff. Wir machen weiter. Da, wo wir aufgehört haben. So, auch Tifa ist wieder voll dabei. Weiter mit Hochtour. Und Cloud macht einfach auch ganz normal weiter. Was jetzt? Sind die Tentakel wieder da? Ja, die Tentakel sind wieder da. Dann wollen wir uns wieder um die kümmern. Aber ich glaube. Au! Das ist ja eklig. Die Tentakel sind, glaube ich, nämlich ein bisschen kräftiger drauf. Na, voll daneben. Okay, Moment, das ist irgendwie ein Zeug, den sollten wir mal einfach so lassen. Hey, wir können uns hier hinten einfach verstecken. Au, ne, so schlecht. Eris. Fertigkeit. Magiekreis errichtet ein Feld, in dem verbrauchte ATB zum Teil von ATB des Anwenders wiederhergestellt werden. Finde ich cool.
machen wir. Auf ruhig auf tiefer, weil wir die mehr im Off spielen. Limit Break ist ab. Tifa kann nochmal eben schnell auf Hochtouren gehen. Für Genova Puls Limit Break ist ab. Also Kreuzschlag. Na, ein bisschen aufpassen. Er macht hier schon coole AOE-Effekte. Weiter drauf. Oh, ich glaube, war irgendwie gerade eben irgendwie versteinert oder so. Magie, Vitra ruhig mal auf Cloud. Und roll dich mal weg. Nee. Blöde Ärmchen. Ich hoffe, dass der Sprung sitzt. Ja. Wirkungslos, das ist ekelhaft. Ah, im Shop. Nani? Ah. Los, einfach auf die Tentakel. Sehr schön. Tentakel zerstört. Tifa hat wieder eine Fertigkeit offen, Hochtouren auf den, aufs linke Tentakelchen und Mutangriff ebenfalls. So, das bringt gerade irgendwie nichts. Eris, ich könnte trotzdem einfach mal versuchen, ein bisschen mit Blitz drauf zu pulvern, in der Hoffnung, dass das ein bisschen was bringt. Jetzt kommen hier aber viele Tentakel. So, die machen wir jetzt erstmal einzeln platt. Weil, wenn wir uns angucken, Tifa scheint nämlich keine Möglichkeit zu haben, auf den Nahkampf-Typ oder Schaden zu machen. Darum brauchen wir jetzt definitiv erstmal die Tentakel. So. Und Zeit für Limit Break. Wirkungslos. So ein Mist. Noch mehr Tentakel. Okay, Mutangriff. Welcher ist das Tentakel hier neben ihm? Das hier. Schwäche auf physischen Schaden, das ist cool. Öi. Dann kann Tifa auch nochmal Hochtouren auf einen Tentakel legen. Natürlich auch das, was hier am nächsten ist. So, Magie ist wirkungslos. Angriffe wirkungslos. Schon wieder zum Tafel. So, machen wir erstmal den ganzen Spaß hier voll. Und gleiche Spiel nochmal. So viele Tentakel hier. So, Eris. Nee, Tifa erstmal entfesseln. Ach, fuck, das wollte ich gar nicht. Na egal, dann hat es das jetzt gemacht. Viele von den Dingern müssen wir noch platt machen. Au. So, reicht das jetzt an Tentakeln? Nee, das reicht natürlich noch nicht an Tentakeln. Noch mehr Tentakel. So, können wir jetzt?
Ja. Jetzt können wir. Endlich wieder. Fertigkeit, Mutangriff, Genova. Fertigkeit, Hochtouren, Genova. Wieder wirkungslos. Noch mehr Tentakel. Auf jeden Fall muss mal hier ein bisschen Magie gewirkt werden, und zwar Heilmagie. So, nicht, dass hier uns irgendjemand abnippelt. Okay, du kümmerst dich um den, dann kümmere ich mich um den hier. Schockfähig und Cloud kann direkt mit Mutangriff draufhacken. Und jetzt kommen wir in die nächste Tentakelphase. Top, die Wette gilt. Sag ich doch. Wie viele davon? Aber sind zumindest Limit Breaks offen. Das heißt, sobald wir die Tentakel durch haben, darf Cloud mal seinen Limit Break zünden. Da drüben ist noch... Wo zum? Jetzt bitte nicht daneben. Im Schock. Oh geil. Nochmal Fertigkeit, Mutangriff. Was jetzt? Nochmal Tentakeln. Oh, und diesmal haben wir sogar wieder beide. Oh, irgendwas ist hier direkt unter mir. Dammit! Aber die Beschwörung kommt. Doof ist natürlich nur. Fertigkeit, Mutangriff auf rechten Tentakel. Fertigkeit, Mutangriff auf linken Tentakel. Jetzt. Und wir können eine Beschwörung nicht machen. Au. So, nächster Tentakel weg. Genova hat... Kommen wir durch? Reflekt. Wow, Cloud. Wen haben wir denn hier? Wir hätten Eris Limit Break. Das ist gut. Heilender Wind. Mal schnell zu Eris rüber. Nice. Das hat noch gefunktioniert. Auch wenn Cloud jetzt gerade eben irgendwie eine Pause braucht. Ist in Ordnung. Hier ist noch ein Tentakel. Und wo ist Genova hin? Da ist Genova hin. Limit Break. Kreuzschlag. Genova. Geht doch. Yeah.
Wait! Deine Wunde! Das Schicksal scheint stärker als der Tod, richtig? Danke. Okay, das war Genova. Nebenbei, sie war schon in im alten Final Fantasy nicht sehr hübsch. Hier sah sie tatsächlich gar nicht mal so scheiße aus. Zumindest die eine Form. Und erstmal einen wunderschönen guten Abend, Eldanesh und Rias. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. So. Dann wollen wir mal... Moment. Muss ich hier hin? Nee. Ich wollte schon sagen, ich muss doch hier jetzt zum Helikopter. Aber das mit diesen komischen Geistern finde ich irgendwie seltsam. Ah, nach oben. Präsident Shinra oder Direktor Shinra ist tot. Sephiroth! Okay, ein seltsamer Moment, aber alles ist gut. Meine Freunde sind zum Glück auch alles wieder okay? Da. Und, wo ist er? Abgehauen. Das sollten wir wohl besser auch tun. So viel dazu. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Machen. Bring Aeris nach Hause. Ich halte ihn auf. Dann kämpfe ich aber mit dir. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay? Yeah.
bist also ein Soldat. Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Ich war ein Soldat. Die Zeit ist vorbei. Lasst keinen entkommen. Bleiben wir zwei. Jetzt werd bloß nicht kleinlich. Bringen wir es hinter uns. Oh, das geht ja aber schnell. Aber alles ist gut. Wir kümmern uns auch erstmal um den kleinen Köter. Die sind gut im Team. Hätte ich nicht erwartet. Na da. Gucken wir uns erstmal die beiden ein bisschen genauer an. Fangen wir erstmal mit Darkstar an. Ah, ich kann ja beide gleichzeitig machen. Darkstar hat eine Resistenz gegen Stumm und gegen Blitz. Und, Rufus hat... ist irgendwie ziemlich meh drauf. Aber gut, das kriegen wir hin. So, Fertigkeit. Mutangriff auf Darkstar. Nee. Never. Ever. So brauchst du mir nicht antanzen. Okay. Nee. Die machen jetzt hier aber echt eine krasse Nummer auf. So, aber jetzt habe ich zumindest das, was ich wollte. Und zwar wollte ich... Ach komm, wisst ihr was? Schmeißen wir uns ein Elixier. Und jetzt kassiert unser kleiner Hund einen Kreuzschlag. So. Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich meine das todernst. Und so soll's auch sein. Okay, jetzt zieht er hier die harten Geschütze auf, der Dude. Nette Schauanlage. Freu dich, sie war nur für dich. Gehen wir aufs Land. So, nicht mit mir hier. Als allererstes wird sein Schoßhündchen dran glauben müssen. Ey, komm ihm mal nicht so von der Seite an. So, wie gesagt, erstmal Schoßhündchen. Gehen wir aufs Ganze. Na komm, der braucht nur noch einen. Geht doch. Endlich ein richtiges Duell. So brauchen wir ihn nicht ganz halt. Du machst also endlich ernst? Kannst dich geehrt fühlen. Ist das so? Au. Okay, die Laserkugeln sind nicht so cool. Erstmal kurz nochmal einen Megatrank rein. Im Anschluss kassierst du nochmal ein Feuer von mir, auch wenn du nicht ganz so cool drauf bist. So. Und... ich habe gehört, wir haben Limit Break offen. Oh, das tut mir aber leid. Dann mal in die Offensivhaltung. Und tschüss. Shinra ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand.
Wie es wohl den anderen geht. Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Darum... Was war das? Nicht wahr, oder? Cloud! Scheiße! Hey! Wir müssen ihm helfen! Hey! Was denn? Runter! Alles in bester Ordnung. Barret! Was schon wieder? Die anderen sind stolz auf mich. Hey, alles noch dran? Ich glaube, ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Aber nicht jetzt, sondern gleich. Ho, 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 ho. Oder einfach nur hohi. Also, bis zur nächsten Folge. Das war schon ein ziemlich cooler Part. Was denn? Hohi. Ich finde den Typen einfach so widerlich. Bis zur nächsten Folge. Final Fantasy VII Remake.